mit Kitty und Ja. allen anderen. Und ich komme gar nicht zum Anmoderieren. Hey! Bin auch So. da. Kannst auch einfach anfangen und wir schneiden das jetzt am Anfang von dort die weg, ist auch okay. So, ich würde dann auch noch mal ganz kurz anfangen. Aloha, ich bin Miep, das hier ist ein Haufen Anvils und wir spielen The Building Game zusammen mit Lordly, Projekt, Lisa, Kitty, Razael und Mr. Blacky. Und ja, los geht's. Kann ich jetzt ein Los Blatt geht's. machen? Ich bin Richtig. fertig. Genau. Wir sollen weihnachtliche Begriffe nehmen, sagt ihr, ne? Ja, also Ja. weihnachtlich, ja? Ja. Also, Kann ich und schreiben? U18 natürlich. Was wir Richtig. jetzt noch nicht klargestellt haben, sind halt die Regeln an sich, wie The Building Game funktioniert. Kitty, willst du das erklären? Aber Okay. natürlich. Warum kann Wenn ich ich das nicht schreiben? Wort geschrieben habe. Denken und Jo. schreiben. Und zwar funktioniert das so, dass man, wie man jetzt bei mir hier sieht, einen Begriff auf ein Blatt Papier schreibt. Und dieses Blatt Papier wird dann hier in diesen, Dispenser. genau, gepackt. Dann wird man teleportiert, weil man die Letzte war. Und man muss jetzt hier gucken, was man nachbauen soll. Soll man das Und eigentlich bitte rausnehmen was? oder? Nein, du lässt es drin. Ich habe es Genau. natürlich nicht rausgenommen. Ich habe es aus Reflex aber auch rausgenommen. Ist Und halt jetzt so versucht gut. man es nachzubauen und dann geht's weiter, dass man halt die ganze Zeit immer nachbaut und. Und das ist Genau. natürlich lustiger, je besser man bauen kann. Und es ist ein bisschen wie, ich weiß nicht, kennt ihr Stille Post? Ja. Weil man hat dann halt den nächsten Begriff, ist das, was bei einem anderen geraten wurde, den man dann bauen muss. Das heißt, wenn der Erste irgendwas total Beknacktes geraten hat, dann muss man hinterher auch irgendwas total Beknacktes bauen. Und ich kann meinen Begriff jetzt schon nicht. Ich habe auch was voll Doofes gekriegt. Menno. So macht man das doch gerne. Meins ist easy. Meins ist auch Ja, easy. gib doch an. Gib Ich doch glaube, wir an. haben Ich weiß nicht, ob man meins dasselbe. überhaupt erkennen kann, wenn ich Also meins ist das fertig habe. Inbegriff von Weihnachten. Meins auch. Ist Eigentlich. ja Also Weltschiner. Ich kenne meins das auch auch. gar nicht, was ich hier mache. Man sagt es ja nicht, was man macht. Das gehört ja vielleicht auch noch zum Regelwerk. Ja, das wäre. Es Und wie viel Zeit haben wir? Also es ist regnet! ja kein richtiges Zeitmanagement, was wir haben, Richtig. aber wir können uns ja selber die Zeit geben. Ich würde sagen, keine Ahnung, 300 Sekunden oder so? Ja, also 5 Minuten für alles. Ja, oder 300 Sekunden für alles. Hab zwar nicht auf die Uhrzeit gehört, aber ja, natürlich. Ja, das wird ja. Die Glock ist ja da angezeigt. Ach War stimmt, es schon ja, auf die habe fertig? ich Wer ist denn jetzt natürlich schon geachtet. fertig? Der Razael Razael ist schon steht doch da. fertig, Heilige. Seid alle viel zu schnell für mich, Mann. Ich bin auch noch nicht fertig. Dabei habe ich so einen Ich auch leichten noch nicht. Begriff, eigentlich. Man sollte denken, das wäre einfach, aber. Gott, das sieht ja so hässlich aus, ne? Was ist das eigentlich? Okay. Wird man niemals Ja. erkennen, was ich hier baue. Ja, bei mir auch nicht. Du, das. Praktischerweise muss man dazu sagen, es wird keiner seinen eigenen Begriff. Also niemand wird zum Beispiel sehen, von wegen, was man selber jetzt gerade gebaut hat. Das funktioniert hier so nicht. Ups, hoppala. Der mal was runtergeschmissen. Ja, Ja, was das ist auch immer gut. runtergeschmissen. Ja, Mai. Haben wir was runtergeschmissen. Der bayerische Akzent. Bayerisch? Sollen wir eigentlich irgendwie ein Schild da lassen, wer was gebaut hat? Nein, nein, das wird Was? am Ende gemacht. Okay. Ganz am Ende wird alles aufgeklärt. Das wird niemand erraten, aber okay. Ja, bei Meins auch mir auch nicht. nicht. Ich gebe es auf. Wie einfach alle Mädchen direkt sagen, nein, meins errät niemand. Dann Building. Wird der Dispenser eigentlich versteckt, wenn man fertig ist? Weil sonst kann er einfach nur nachgucken, nachlesen, was das ist, was gebaut wurde. Ja, ist doch auch egal. Nee, ich glaube, der wird versteckt. Kommst du nicht mehr dran. Ja, so wie auf der anderen Seite das mit den Anvils, weil hier muss man ja dann später raten und dann geht der Pisten runter und dahinter ist dann der Dispenser wieder. Für den nächsten, der dann halt das danach bauen muss. Frage, wenn man raten muss, spawnt man zwischen den Anvils, richtig? Wieder stehen. Nicht unbedingt, weil man kann ja
auch rumlaufen. Also ich glaube, man spawnt einfach daneben sozusagen. Ich habe schon länger nicht mehr drauf gehabt. Das ist so hässlich, Mann. Das ist so hässlich. Ich weiß, wer neben mir ist. Freut mich für dich. Achso, ich darf jetzt natürlich nicht zu hoch fliegen, sonst krieg ich Ärger. Neben mir ist irgendein ganz kleiner Name-Tag. Lordi! Yay! Und da ein ganz kleiner. Hey. Wie ihr alle schon fertig seid. Nee. Wie ist Razael auf jeden Fall daneben. Ja, seid jetzt auch schon fast übers Limit hier, ne? Ach, wir schaffen ja das. Das ist eigentlich dein Clay. Warum nimmt man Braun? Braun ist eine der hässlichsten. Aber es also ist schön Hitler glatt. Mochte ich mag damals diese Glattigkeit. Braun. Bitte? Hitler mochte damals Braun. Ja, ich sag ja. Ja. Und ha. Und er war ein Österreicher, die müssen das wissen. Konrad. Na, schafft Projekt es noch innerhalb der Zeit? Weiß ich nicht. 3, 2, 1. Nein! Projekt! Los, du musst eigentlich schon fertig sein, hopp! Schau mal noch mal kurz. Ja, das war das schon. Kenn ich wo ist der Schalter? Hier ist der Schalter. Yay! Okay. So, das müssen wir jetzt erraten, gell? Ja, genau. Was? Was? Du? Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich glaube, ich hab was von Razael. Das ist nämlich minimalistisch gebaut. Ohne Scheiß, was ist das? Was? Ich werde jetzt was schreiben, was über. Also muss ich was Weihnachtliches schreiben oder das, was ich sehe? Das, was du siehst. Oder ja, was du denkst, was du siehst. Ja, dann gehe ich jetzt leider ganz weit weg von Weihnachten. Oh. Du hast nicht den Geist der Weihnacht in dir. Ja, ich bin Ebenezer Scrooge. Ist das richtig geschrieben? Ich freue mich schon aufs Ende. Das ist schon ein bisschen witzig. Nee, vor allen Dingen, was ich jetzt als nächsten Begriff bekomme, freue ich. Ich würde echt gern wissen, was das denn echt ist. Ja, das kriegen wir dann zum Schluss raus. Und ja, Razael, das ist zu. Der Anfangsdispenser. Ach ja. Und. Was haben wir denn jetzt? Oh, was? Ah, okay, das ist ja easy. Oh, Miet, Miet, ich weiß, was du jetzt meinst. Bitte, was Miet soll es sein? Was zwar? Ah, sehr schön. Ich krieg gleich einen Anfang. Ich kann das gar nicht. Ah, nee, ich muss das ja drin lassen. Ah. Ah, du Scheiße. Nein. Oh, fuck. Also, meins ist ja einfach. Meins hoffe ich auch. Meins ist verwirrend in erster Linie. Meins ist rein theoretisch einfach, wenn man weiß, wie man es am besten bauen kann. Ist der Server auf Peaceful? Ja. Ja, und du bist creative. Ja, ich weiß, aber ich möchte nicht, dass... Ach nee, die Mobs werden eh getötet, wenn da was spawnt. Ne? Das heißt, ich muss, ja, wenn ich was Hohles baue, es nicht aushalten. Nee, das wär's ja noch. Oh, jetzt habe ich endlich mal den Einsatzzweck für das gefärbte Glas. Das geht sowas von in die Hose. Dafür sind wir ja hier. Ey, ich verstehe den zweiten Teil meiner Aufgabe irgendwie nicht. Ah. Ich habe jetzt gerade gespoilert, ne? Achso, habe ich nicht mitbekommen. Keine Ahnung. Es ist nicht schlimm, ist nicht. Ist, ne. Jetzt brauche ich den Block. Irgendwie glaube ich, dass ich gerade das bekommen habe, was Miep geraten hat, und zwar von meinem, was ich vorher gebaut habe. Das wäre auch schön. So, warte mal. Oh Gott. So könnte man das wieder weihnachtlich verstehen, aber es soll ja das sein, was man braucht. Bin ich so weit über ein Zeitlimit? Nee. Muss ich erst schon fertig bei Google nachsehen. Ich bin jetzt auch fertig. Was? Nee, ich brauche noch. Ich brauche noch einen Dreiler, weil ich das bauen muss, was ich überhaupt nicht kann.
Fuck. Schön gechillt. Ja. Voll gechillt, ey. Ich bin hier, also so am Chillen. Ey, Junge. Bin ein Mädchen. Weil ich ein Mädchen bin. Da müsste ich eigentlich Bub sagen. Das ist ein bisschen komisch. Bub? Sir Bub. Sir Lausebub. Lausebengel. Nee, Lausebub ist besser. In welcher Sprache sagt man das? In Bayerisch. Bayerisch. Auf Bayerisch. Kommst du aus Bayern? Komm aus Franken. Das ist nicht Bayern. Sorry. Das ist auch nicht. Ihr werdet auch von niemandem anerkannt. Ihr Franken. Zeit, könntest du aufhören, so zu rennen, bitte? Echt? Oh Gott, Dinge, das sieht ja hässlich. Man kann doch, das oh Gott, ich hab schief gebaut. Ah! Na, ich hoffe, man kommt drauf. Ich muss mal ganz kurz mein ganzes Ding wieder abreißen. Also, beim besten Willen. Okay. Was auch immer ich gebaut habe, das sieht richtig scheiße aus. Ja, das ist mir gerade auch aufgefallen. Scheiße? Ja. Was denn? Nee. Fatsch. Nochmal jetzt für alle. Wer nimmt jetzt nochmal alles auf? Ich. Aus deiner Perspektive? Nimm auf jeden Fall auf. Ich nehme auch auf. Ich auch. Okay. Also fast alle bis auf Projekt und Black. Ich wollte doch gerade irgendwas noch machen, jetzt habe ich es vergessen. Ich hätte mal Blacky in den Bauen auch nicht vielleicht unbedingt auf. Irgendwas bauen? Kanal links in die Beschreibung zu packen. Freut mich ja jetzt schon. Oh ja. Na los. Komm. Fuck. Ich mache Löcher in den Boden übrigens. Was schon? Da. Okay. Bitte sag mir, das geht. Es ist so hässlich. Ich weiß nicht, was ich darstellen soll. Oh, also ich meine, meins ist wunderschön. Ging das so? Ich habe ein Monster. Wunderschön ist das. So lassen wir das. Ich wo ist mein Ready-Button? Ich hab hier keinen. Seid ihr schon doch alle? Hier. Verdammt, bin ich spät dran, Mann. Ah. Nee, wie rennt die Zeit für dich? Ja, ich weiß. Ich bin auch dabei, Ich hab noch Zeit, ich bin noch nicht drüber, Leute. Das ist das schönste Ding, was ich je gebaut habe. Ja, so fühle ich mich auch gerade. Es geht nur darum, dass man erkennt, was es zu ist, spät. Wie schön es ist. Ihr seid ich bin drüber. Nicht zu spät, ich finde nur gerade meinen Knopf nicht da. Das ist auf der ich Seite. Ich bin tatsächlich fertig. Auf geht's. Scheiße, Mann, meinst du so fett? Was heißt denn das nochmal? Bitte, was ist das? Was hat das denn mit Weihnachten zu tun? Was ist das? Wie heißt denn das nochmal? Wie heißt das? Also, da fehlt mir jetzt irgendwie ein bisschen die Kreativität. Auf der anderen Seite. Oh, es geht hier drüben weiter. Was ist das? What's up? Ich verstehe es nicht, was ich hab's. Soll. Ich weiß es. Sieht aus wie ein Legostein. Du darfst keine Tipps geben. Ist das das? Also, sagt man da so dazu? Ich weiß es nicht. Ah, da merkt man schon so wieder die Unterschiede hier. Ich bin atheistisch aufgewachsen, ich habe keinen Plan von nichts. Ich bin auch Atheist. Oh nein, ich weiß nicht, ob man das so benennt. Schreib einfach irgendwas hin. Ich bin so überfordert. Schreib doch hin, was du denkst, das ist viel witziger. Ja, also ich habe hier irgendwas, was mit Weihnachten überhaupt gar nichts zu tun hat. Ja, ich musste auch etwas bauen, was mit Weihnachten überhaupt nichts mehr zu tun hat. Meins war irgendwie weihnachtlich, aber ich glaube, ich habe es ein bisschen verkackt. Also das, was ich hier sehe, hat auch irgendwie nichts mehr mit Weihnachten zu tun. Am Ende hat gar nichts mehr mit Weihnachten zu tun. Das war aber auch irgendwie voraussehbar. Oh, was muss ich denn jetzt machen? Oh, also das wird einfach. Okay. Alles klar. Oh, ihr fordert mich hier mal ganz schön, ne? La 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 la. Und? Mach ich denn das am besten? Das ist blöd. Das mach ich anders. Das mach ich. Wo ist das denn? Mi? Ich hatte den schlechtesten Begriff aller Zeiten. Okay.
Aber ich finde, ich habe ganz gut hingekriegt. Bist du schon fertig, oder was? Ja. Gut. Pass auf, jetzt hast du nur einen Block hingesetzt. Nicht ganz, nein. Oh Mann. Ja, ich... Mein Begriff ist eigentlich relativ einfach, wenn man ihn denn könnte. Wenn man ihn denn gut umsetzen könnte. Das heißt, wenn man es weiß, ist es einfacher, aber ansonsten ist es absolut nicht zu erkennen. Ja, genauso wie meins. Gerade nein. Ach Leute, macht euch doch nicht so im Kopf. Das ist ja doch das Witzige dabei. Ja, ja, nee, ist alles gut. Das erkennt jeder. Bis jetzt. Was kriege ich eigentlich für Begriffe, Mann? Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Oh, bei mir geht's. Also bei dem, was ich erraten musste, nee. Bei dem, was ich jetzt bauen musste, ich will nicht wissen, was dabei rauskommt. Ich will gerne wissen, wo das herkommt, was ich gerade bauen musste. Weil das ergibt für mich reichlich wenig Sinn. Wo ist es denn jetzt? Wo ist das Ding? Hier. Los, macht hinne. Nein, nicht runterfallen. Ach ja. Darf ich was in die Luft sprengen hier? eigentlich nicht, nein. Okay. Oh Mann, dann würde man sofort wissen, wer das war. Ja, stimmt. Vor allen Dingen würde man auch hören, wo du bist, so. Ja. Oh, Moment, das kam von links. Nee, von rechts. Okay. Ja, das wäre jetzt auch noch cool zu wissen, wo links und rechts ist. Ja. Wo der Daumen halt auf der anderen Seite ist. Das stand da aber wirklich, oder? Hm. Oh mein Gott, das ist so hässlich. Wahrscheinlich ist das irgendwas total anderes. Und du baust was ich einfach falsch, nur nicht kenne. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Sind mal ganz vorsichtig hier. Mein Bild ist so ein richtiges Nailed-Bild, würde ich sagen. Also irgendwas mit einem Hammer und einem Nagel, richtig? Nein, im Sinne von wegen gut umgesetzt und so. Nailed. Meins auch, meins ist voll super. Ja, ich bin fertig, definitiv. Ich bin fix und fertig, bin ich. Ich will jetzt kein Kanal von Rocken hier ein. Ich bin auch durch. Ah, sagst du. Los, Projekt. Doch. Also wenn man sich das lang genug anguckt, weiß man auf jeden Fall, was ich meine. Jetzt stehen wir da alle so 15 Minuten. Was ist das? Ja, man muss schon ein bisschen nachdenken, glaube ich. Aber... traue ich das zu. Leute, wir sind schon seit 18 Minuten dabei. Wow. Yeah. Awesome. Bin naja, seit... Das ist ja auch ein Weihnachts-Special. Von daher, das darf etwas länger dauern. Ich habe Projekt Nummer 40 Sekunden. Ich bin fertig. Dann drück den Knopf. Also ich bin gerade fertig geworden, meine. Egal. Und? What? Okay, was? Was ist das? Oh Mann. Das ist ja fast irgendwie hier ein bisschen gecheatet hier. Das ist auch ein bisschen gecheatet hier, Miep. Was ist das? Was zur Hölle bitte ist das? Oh, ich weiß. Oder ich denke es. Vielleicht weiß ich. Also ich rate. Also mein Begriff war diesmal tatsächlich relativ einfach. Glücklicherweise. Bei meinen muss man was mehr nachdenken. Meins war auch einfach. Ja, yeah. Ich bin im Endbild. Ich überlege gerade, ob überhaupt jemand das rauskriegen kann, was ich als letztes gebaut hatte. Oh, es ist fertig. Durch. Oh, ich hab... Ja. Okay, wo treffen wir uns? Am besten am Anfang. Soll ich das mitnehmen? Ganz links. Ganz links, würde ich sagen. Ja, ich bin okay. Hä? Was macht ihr? Teleportiert. Warte. Bleib doch einfach erstmal da und Kitty oder so teleportiert uns zu allen. Nee, sollen wir die Papiere da mitnehmen? Da hinten geht's los. Nee. Wo geht's los? Nein. Hier hinten geht's los wahrscheinlich, ja. Ich fliege euch mal hinterher. Das
Soll ich jetzt auch hochfliegen, oder? Ne. Oh. Wir sind jetzt über dem ersten. Okay. Ah, das war meins. Ja, genau, das habe ich reingeschrieben. Oh also ja, das habe ich erraten müssen. Was hast du reingeschrieben? Zimtstern. Okay, als da wurde Schneeengel drauf geraten. Ich habe Schneeengel geschrieben. Ja. Das war für mich von oben aus den Schneeengel. Das hier war dann die Interpretation von wem als Schneeengel? Von mir. Zeig. Also nee, wer hat das gebaut? Das war ich. Da habe ich sogar Schneeengel geraten. Ja, also Schneeengel wurde hier nochmal geraten. Okay, von mir. Das war jetzt ich. Das ist ja cool. Okay, so hätte man das natürlich auch machen können. Ja. Und darauf wurde geraten... Schneeengel. Oh. Ach, das hatte ich zuletzt. Okay. Dann also musste ich raten zuletzt. Was schon mal fast richtig war von Anfang an. So. Ja. Das ist jetzt die nächste. Oh nein, mein Schneemann. Schneefrau. Ah, okay. Also es wurde fertig geworden. Schneefrau wurde als erster Begriff gewesen. Wer hat das gebaut? Ich. Ich bin nicht ganz ehrlich geworden, da fehlt der Kopf noch ein bisschen. Und Schneemann mit plattgewalztem K. Das hören, das sieht nur jemand. Guess. Und das nächste ist dann ein Schnee. Oder, hier war, also das musste ich raten, und hier war einfach ein Schneemann, der hier war, und ein K. Ja, es tut mir leid, wenn da steht Schneemann mit plattgewalztem K, was soll ich da bauen? Und für mich sah das einfach aus wie so rotes Geschenkpapier, was da rumliegt, und deswegen habe ich Geschenkpapier geschrieben. Als ich das geschrieben habe mit plattgewalztem Kopf, da stand das Ding ganz da, der ganze Satz. Und was ist jetzt hier drin? Beste Verpackung ever. Oh, ein Geschenk. Okay. Und ich habe Geschenktruhe, habe ich geraten. Glaube ich. Ja, okay, das war das Letzte dann. Das war auch eher was zum Nachdenken gewesen. Nicht das offensichtlich hätte man wählen müssen dort. Ja. So. Was ist das? So, das okay, ist... da habe ich Handgranate gemacht. Ein Sack. Ach, das war von mir. Das ist ein Sack, okay. Das ist ein Sack, okay, gut. Handgranate. Das ist meine Umsetzung jetzt von einer Handgranate hier. Ihr werdet gleich eine richtige Handgranate sehen. Da ist übrigens TNT. Das habe ich geschrieben, also... Handgranate. Mit Handgranate, ja. Weil das sieht ja aus wie eine Handgranate. Ne? Oh, und das ist echt eine gute drin. Handgranate. Das ist meine Handgranate. Die ist auch nice. Und darauf wurde geraten, Bombe. Ah, das ist fast. Ja, naja. Na gut, also ich fand ja, dass mein Sack gut umgesetzt war. Ja, aber ein Sack ist natürlich auch schwer zu bauen. Wer hat das hier als erstes? Das war meins. Weihnachtssocke. Ja. Oh, ich hab's darauf richtig geraten. Ich wusste nicht, wie das heißt. Nee, darauf hab ich nämlich geraten, Weihnachtssocke. Das hab ich gesehen. Genau. Und dann kam das hier. Das hab ich gebaut. Mann, das ist schöner. Und da habe ich Weihnachtssocke, glaube ich, auch geraten. Aber ich wusste nicht mehr genau, wie man das so nennt. Das ist ja schon fast awesome. Und was kommt als letztes? Weihnachtssocke. Und was wird geraten? Nikolaussocke. Ah. Ja, Fast. Also fast perfekt. Nikolaussocke. Das war wirklich... wirklich nah dran. Ja, jetzt kommt eine Serie von Weihnachtsbäumen. Also ich habe Weihnachtsbaum bekommen, und das ist ja, das war mein Propose. Den habe ich geraten. Und du hast geraten, Weihnachtsbaum. Mhm. Da habe ich zuerst gedacht, das wäre die Handgranate, die Mieb geraten hat. So, das ist mein Weihnachtsbaum, den habe ich gemacht. Das ist aber auch eine gute Interpretation. Und dann wurde Christbaum drauf geraten. Und jetzt kommt meiner. Das ist ja dasselbe. Der ist irgendwie ein bisschen komisch geworden. Der mit dem Beak. Aber Weihnachtsbaum. Ja. Also das ist auf jeden Fall durchgekommen. Sehr gute Interpretation eines Weihnachtsbaums. Wie kann es sein, dass das, wo ich geraten habe, immer so ein Scheiß war? Ja gut, da musste ich gleich mal raten hier bei dem, und ich habe Schokolade geraten. Das war mein, ich habe nämlich Spekulatius angegeben. Das war auch Spekulatius, was ich hätte bauen sollen hier. Ah. Oh Gott, das ist ja schwierig. Das ist ein Lego-Baustein. Da wusste ich nicht, was ich machen sollte. Es sah für mich aus wie ein Lego-Stein. Das soll Schokolade sein. Geraten wurde Lebkuchen. Ja. Wir gehen alle Plätzchen durch, okay? Weil hier wurde nämlich, glaube ich, Keks geraten. Ja, das war meins. Hier musste ich raten, und ich dachte so, was zur Hölle? Ja, und das hatte ich als letzten Begriff bei mir. Ich habe versucht, so hier diesen Nürnberger Lebkuchen nachzubauen. Ah! Ja. So, das war mein erstes, was ich gebaut habe. Eierpunsch.
Eierpunsch, ich das weiß, weiß nicht, was das Wort. Ist. Okay. Eier. Und Kamillentee wurde geraten. Nein! Oh, jetzt kommt mein Kamillentee. Das ist mein Kamillentee. Mit einer Kamille drin. Jetzt weiß ich, wie es zu meinem Begriff kam. Blume mit Becher, okay. Ah, ich hab gedacht, es war einfach nur eine rote das Tulpe. Das hab ich gebaut. Habe ich geraten, rote Tulpe. Blume im Becher. Ganz ehrlich, wäre niemand auf Kamillentee gekommen. Alter, also, wieso krieg ich so Begriffe wie Schneemann mit plattgewalztem Kaun, Blume im Becher? Entschuldigung. Ich habe meine Begriffe bekommen. Ah. Ja, aber ich verabschiede mich mal von meinen Zuschauern. Ciao. Ja, froh, ja, sonst fest. So. Sehr schön. Ach schön. Doch, ganz wunderbar. Ich weiß, was ich als Thumbnail nehme. Ich finde meinen Kamillentee okay. Ich weiß gar nicht, was ich habe. Okay, das nehme ich jetzt als Endbild. Halt so, wir schließen jetzt mit diesem wundervollen Kamillentee. Genau. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierher und ich wünsche euch ein frohes Fest, wahrscheinlich einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis dahin. Bye, bye. Bis dann. Ganz genau.